Die Glocke von Rainer Maria Schiller. Die Form ist vom Vorübergehen der Lehme so fest geworden, dass sie heute wird. Ihr ist, als ob es heiße Stirn gäbe und auf den heißen Stirn Schweiß. Das Holz vom Fichtenstamme trocken mit eingepresster Flamme schwacher Fluss ist wie ein Tanz von Schlag um eine Masse, die befördert schnell den Guss. Nur manchmal reckt der Vorarbeiter Willi sich lautlos auf, betet einen frommen Spruch, geht durch der Glieder angespannte Stille, stößt sich den Fuß und zetert Fluch.